Na toll. Bleibt er jetzt stehen? Eisenerz. Schläfst du heute im Stehen? Ja. Noch mal Kisten. Oder sind das die, bei denen wir gerade waren? Das wurde die ganze Nacht gestanden. Schon gut, Stella. Aha. Okay, sind wieder vorbeigefahren. Wenn wir da mal halten können. So, da sind wir gleich bei der Insel, bei der wir hoffentlich Hinweise für unsere Mission finden. Für das nächste Crewmitglied. Das war hier mit dem Stall, wie immer. Ich hab's da mal zu uns geholt. Thank you.
Wenn nicht diese Insel, dann wo nicht. Dann war es auf einer anderen Insel. Irgendwann wird uns beauftragt, Richtung Norden zu fahren. Na, wir können die einfach spielen. Ah, okay, das ist dann aber die Ärzte. Interessant. Richtig gewesen, grausam. Ein Kohlkopf, ein Lauch. Da werden wir gleich. Schauen wir mal, wo hier fündig werden. Irgendwer hatte da irgendeine Sache mit den. Ein Verkäufer, der ohne Geschichte war, dass der da in einem anderen Gebiet. Ist doch die sind so wo es in der Führung drüber gab. Beeindruckend. Danke für die Teilnahme der Prüfung. Vergiss nicht, deinen Freunden davon zu erzählen. Ja, sicher. Ich würde mal vorschlagen, dann fahren wir einfach nach Norden. Ziel gesetzt und auf geht's. Jo. Wir hatten ein Reiseziel. Das war hier nach Norden. Erstmal wird man, glaube ich, nach Furugawa. Da wird man nochmal. Da wird man nochmal nachschauen. Da ist eine Seele. Das war durch der Auftrag von dem.
Kannst du dann noch mal sagen, wo wir genau hin sollen? Ich glaube, hier sollen wir dann hin. Wir hätten uns doch nach Morgen geschickt. Essen für dich. Ein paar Erdbeeren, die machen deinen Hunger bestimmt weg. Ein paar Erdbeeren für dich. Da sollte noch jemand wieder gießen. Hier haben wir nix. Atul. Da habe ich große Angst vor, um ehrlich zu sein. Dass der aber jetzt die Biege macht. Der wird der nächste sein. Und Umarmung. So, Atul, wo bist du? Da oben. Eine Umarmung. Was? Nein, keine. Sehr schade. Essen kommt sofort. Ein bisschen Reis. Und Umarmung. Beim Essen. Das stimmt, hier hat man diese die Luftdinge aufgebaut. Das Schaf ist auch schon gesperrt. Okay, das hat keinen Hunger. Sind wir bald da? Ja, wir sind da. Angekommen. Hier war doch. Diese eine. Fragen wir ihn mal, was seine Mission war. Sein oder ihre. War das nicht der Geist hier? Weißt du, was du zu tun hast, Stella? Geh zu dieser grauenvollen Frau, stell sie zur Rede. Okay, kannst du mir nochmal sagen, wo diese grauenvolle Frau ist? Ich habe es nämlich gerade vergessen. Vielleicht weiß es der Typ hier. Okay, dann fahren wir mal nach Norden. Vielleicht erfahren wir dort weiteres. Ich hab's in Erinnerung, dass wir dort nach Norden mussten. Und noch nicht konnten, weil wir noch kein Eisbrett hatten.
Na dann, kurzer Landgang. Dann will ich mal sagen, hier lang. Bin gespannt, was da ist, Brecher. Wie der so funktioniert. Aber erstmal. Scheiße. Und da brechen wir das Eis durch. Das hat ordentlich geruckelt. Es schneit. Da sind wir das Eis durch. Fantastisch. Ich hoffe, auf dieser Insel dort finden wir Neues. Ganz kalt hier. Ah, wollte gerade sagen, das schaffen wir doch bestimmt. Diese Kälte gleich mal neues Fell angelegt. Wir lassen sie frieren. Nichts damit wärmender Wolle. Dunkel zum Navigieren, oh Gott. Hier mitten im Eis, da müssen wir mal schnell schnappen gehen. Nicht, dass die Leute frieren. So, nächster Morgen, weiter geht's. Wenn es hier relativ dunkel bleibt, bis morgens. Erstmal die Blumen gießen. Die Pflanzen meine ich. Sieht's aus, Hunger? Das ist das Tattoo des Renegades Smart. Ja, was du nicht sagst. Kalksteinbergwerk entdeckt. Begleitende Musik. Jetzt haben wir. Ich hab tatsächlich Hunger, aber. Gut. Lass sie mal spielen. Wir gehen auf die Insel. Oh, warte mal. Darf es dir nicht sein. Dieses Bergwerk liegt schon seit 40 Jahren still. Du kannst hier nicht einfach so hineinspazieren. Dir fehlt die nötige Berechtigung. Aber deine Einstellung gefällt mir. Du hättest Potenzial im Sicherheitsgewerbe. Du brauchst nicht etwas Training. Ich bin zur Schule gegangen, um diesen Job zu bekommen, weißt du? Wenn du dir dieses Training aneignen würdest, könnte ich dich als Vertretung einstellen. Das wäre wirklich möglich. Eine Pause hier und das klingt nicht schlecht. Hör zu, zieh los und trainiere für den Job. Mach Doppelsprünge, gleite durch die Luft und nutze Seilrutschen. Das musst du alles beherrschen, wenn du ins Team möchtest. Sieh uns, Jobanwärter. Dann war das woanders.
Bierregen. Und haben wir irgendwo einen Questlock. Also ich würde ganz gern schon wissen, gebratenes Hühnchen, das müssen wir irgendwann noch besorgen. Vielleicht bloß nicht vorher. Jetzt haben wir Edelsteine. Bescheiden im Level Folge Ulgas Schwester Mascha. Was mit den Hauptaufgaben? Oh, ein Obstgarten. Haben wir das noch nicht? Obstgarten, da brauchen wir einen Nebelfaden. Haben wir den nicht? Wollfaden. Ein Nebelstoff. Nebelfaden brauchen wir dafür. Der kam doch irgendwann random mit solchen. Mit dieser. In dem Bereich unten. Southpoint Docks, da können wir noch nicht lang. Mehr, desto besser. Aha. Okay, da können wir wahrscheinlich auch noch nicht lang. Gucken wir uns erstmal hier um. Ah, Mundharmonika. Jetzt gehen die Samen aus. Ich habe etwas für dich. Milchreis. Willst du auch, dass du Hunger? Nein. Ah, du hast doch immer Hunger. Du wärst mit Milchreis. Natürlich. Mein Lieblingsgericht. Da wären wir. Wie schön, wie schon erwähnt, Mascha und ich haben uns noch nie so gut verstanden. Sie ist ein altes Klatschweib. Und zwar nicht von der lustigen Sorte. Und ja, viel schlimmer als ich. Mir hat es noch nie Freude bereitet, andere Leute das Leben zu ruinieren. Das Gegenteil. Mhm. Also gut, ich werde meine kleine Rolle spielen. Mal sehen, ob ich überzeugend bin. Mhm. Perfekt. Mascha. Schön, dich wiederzusehen, du alte Hexe. Du hast dich weiter zurückgezogen, als ich dachte. Mhm. Wie geht es dir so? Wenn das mal nicht Astrid ist.
So nett warst du noch nie zu mir. Hat Olger dich geschickt? Soll ich davon ausgehen, dass du auf einen Gefallen aus bist? Falls du einen Schal wolltest, tut es mir leid, Liebes. Den letzten, den ich geschickt habe, habe ich gerade einem netten Kerl in den Bergen gelassen. Aber falls du Interesse an ein paar Wintersocken hätte, ich noch. Sehr nett von dir, aber das wird nicht nötig sein, danke. Stella, hier hat sie mich auf ihrem Schiff aufgenommen und mir ein wundervolles Haus gebaut, während wir über den Ozean geschippert sind. Diese wundervolle junge Dame hat sich um alle meine Bedürfnisse gekümmert, um genau zu sein, wenn ich auf Informationen aus. Schätzchen, hast du irgendwas von Giovanni gehört? Ich weiß, dass er es albern ist, aber ich suche immer noch nach meinem nichtsnutzigen Ehemann. Olga hat in einem Brief erwähnt, dass du etwas über seinen Verbleib weißt. Das stimmt in der Tat. Aber Astrid, du weißt doch, dass ich an Klatsch nicht interessiert bin. Olga andererseits und Irina will ich erst gar nicht reden. Aber ich, meine Güte, niemals. Weißt du noch, wie ich so Brockwoods gegenüber unten beabsichtigt erwähnte, dass seine Frau und sein Cousin sich unter unserem Garten getroffen hatten? Oder wie Frau Friedrichs mir das Geheimnis ihres ausländischen Liebhabers anvertraute? Nicht eben, weil ich nämlich nie jemanden davon erzählt habe. Aber in jedem war schon, das stimmt. Aber was hat es mit so Langdons Zankerei mit seiner Frau auf sich? Alles nur, weil irgendwer mit Lady Langdons Macht über seine Liebhaberin getratscht hat. Und dieses eine Mal, als dass der kleine Bobby aus Versehen herausfand, wer seinen geliebten Vogel Zacharia getötet hatte. Oh oh. Was war mit dem Aufruhr, als der durch die umsichtige Enthüllung von Frau Gangdenders geheimen Alkoholverräten ausgelöst wurde. Ich könnte noch ewig weiterreden, Schätzchen. Ich, aber das war was ganz anderes. Wo ist der Mascha? Oh, na schön. Er ist in Lohnberg. Er hat jemanden kennengelernt, ich kenne aber keine Einzelheiten. Es war doch gar nicht so schwierig, oder? Vielen Dank für deine Hilfe, Mascha. Meine Lieblingswürdigkeit ist so riesig wie deine Stirn. Du hast das Richtige getan und das werde ich dir nicht vergessen. Wer weiß, vielleicht wirst du über ein paar Wochen sogar die eine oder andere Kiste voll frisch gesponnener Wolle erhalten. Stella hier könnte deine Dienste benötigen. Bis bald, Mascha. Verflucht, ich hasse diese blöde Visage. Ich verschwinde hier. Lönneberg ist doch aus dem Astrid-Lindgren-Roman. Michael aus Lönneberg, das war doch. Oder irre ich mich da? Noch mal ein bisschen was anbauen. Da hast du dir ja ganz schön Zeit gelassen, nicht wahr? Bist du fertig? Dringe nicht so. Wir sehen uns später wieder. Futter für dich. Dann steuern wir mal das Ölchen an. Nun, sie waren noch nie nett. Lässt sich ständig jemand raus. Sie ist die fiese in der Familie.
Aber genug über sie. Danke, dass du mich hierher gebracht hast, Wildfang. Giovanni ist also in Lohnberg. Endlich hast er den Winter. Spüren wir ihn auf, Wildfang. So gehe ich am liebsten hier rüber. Oh ja. Wir geben uns da mal hin. Ich war abgelenkt. Mal ein bisschen Lauch ernten und dann sind wir alle. Ich auch nichts mehr. Unbenutzte Gärten.